Du Karin, eine Frage. Wie machst du das eigentlich in deinem Kurs immer mit dem Feedback? Weil ich finde nämlich, immer Handzeichen geben oder Pickerl aufpicken ist auf die Dauer ein bisschen fad. Hast du dir schon mal überlegt, Feedback digital unterstützt einzuholen? Das klingt sehr interessant. Wie funktioniert das genau? Da gibt es unterschiedliche Feedback-Tools, die sich für den Einsatz im Kurs und um den Kurs herum eignen. Zum Beispiel schicke ich gern schon vor dem Kurs eine Umfrage an meine Teilnehmerinnen aus, um zu wissen, welche Vorkenntnisse sie mitbringen, was sie sich vom Kurs erwarten. Und ein Tool, das sich dafür gut eignet, ist Easy Feedback. Okay, und wie geht das genau? Das können wir uns gern gleich gemeinsam im Screencast anschauen. Zuerst muss man sich auf easy-feedback.de durch Klick auf Umfrage erstellen registrieren und die E-Mail-Adresse bestätigen. Die Basic-Version ist kostenlos. Damit kann man bis zu 10 Fragen pro Umfrage erstellen und es können bis zu 100 Personen teilnehmen. Wenn ich eingeloggt bin, kann ich auf Neue Umfrage anlegen klicken und schon geht es los. Es gibt verschiedene Vorlagen. Ich wähle jetzt ohne Vorlage starten. Ich gebe meiner Umfrage einen Namen, zum Beispiel Testumfrage, und klicke auf Umfrage anlegen. Dann befinde ich mich schon im Editor. Ich kann ja einen Titel eingeben, der für die Teilnehmerinnen sichtbar ist. Zum Beispiel möchte ich jetzt Teilnehmerinnen einer eBMOG Plus Begleitgruppe vorab nach ihren Vorkenntnissen und Erwartungen fragen. Ich gebe also hier eBMOG Plus Begleitgruppe ein und bearbeite hier noch den Begrüßungstext. Darunter kann ich dann die Frageseiten bearbeiten. In jeder Frageseite kann ich eine oder mehrere Fragen oder sonstige Inhalte integrieren. Hier möchte ich zum Beispiel nach den Vorkenntnissen fragen. Und mit Klick auf das Plus füge ich hier eine Frage hinzu. Das soll in diesem Fall eine offene Frage sein. Und hier kann ich schon den Fragentext eingeben. Ich brauche in diesem Fall nur ein Textfeld, also kann ich die anderen Textfelder entfernen und kann hier noch auswählen, wie das Textfeld aussehen soll. So. Ich kann hier auch nachträglich noch bearbeiten, Fragen kopieren, hinzufügen oder auch wieder löschen. Das möchte ich in diesem Fall aber nicht. Ich kann auch die ganze Frageseite hier kopieren und duplizieren oder einfach durch Klick aufs Plus eine neue Seite hinzufügen. Hier möchte ich jetzt, dass die Teilnehmerinnen sich ein Video anschauen und eine Frage zu ihren Erwartungen dazu beantworten. Ich klicke hier jetzt auf Video und gebe den Link zum Video ein. Dann füge ich noch eine Frage hinzu. Und zwar soll das dieses Mal eine geschlossene Frage sein. Hier klicke ich wieder auf Speichern und schon wird die Frage angezeigt. Jetzt möchte ich oben noch einen Einleitungstext hinzufügen. Das kann ich auch ganz einfach hier mit Text machen. Wieder klicke ich auf Speichern und kann nun diesen Text nach oben verschieben, indem ich auf dieses Symbol klicke und den Text einfach nach oben ziehe. So, inhaltlich bin ich nun fertig. Eine Abschlussseite ist im Free-Tarif zwar nicht integriert, ich kann aber trotzdem eine Abschlussseite simulieren, indem ich einfach eine neue Seite hinzufüge und hier dann zum Beispiel Ende eingebe und noch einen Text hinzufüge. Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Umfrage. Mit den Fragen bin ich jetzt fertig. Ich kann hier noch schauen, wie meine Umfrage am Tablet oder am Smartphone aussehen wird.
Und wenn ich mit allem zufrieden bin, kann ich weitergehen zu den Einstellungen. Hier kann ich noch einen Umfragelink definieren. Ich kann festlegen, ob pro Computer eine Teilnahme oder mehrere Teilnahmen möglich sein sollen, ob die Teilnehmerinnen ein Passwort brauchen und so weiter. Wenn ich das eingestellt habe, kann ich hier auf Umfrage veröffentlichen klicken. Dann ist meine Umfrage im Internet zugänglich. Als nächstes kann ich meine Teilnehmerinnen einladen, indem ich den Umfragelink teile oder einen QR-Code herunterlade. Das Tool bietet mir hier auch noch an, E-Mail-Einladungen an meine Teilnehmerinnen zu verschicken. Das sollte ich aber aus Datenschutzgründen nur dann tun, wenn ich vorher die Zustimmung der Teilnehmerinnen eingeholt habe. Mit Klick auf Vorschau kann ich testen, wie die fertige Umfrage für die Teilnehmerinnen aussehen wird. Ein sehr praktisches Tool. Das kann ich sicher in meinem Kurs sehr gut verwenden. Es eignet sich halt vor allem dann, wenn die Teilnehmerinnen nicht am selben Ort und nicht zur selben Zeit an der Umfrage teilnehmen. Das stimmt natürlich. Für den Einsatz im Kurs habe ich auch schon Tools wie Mentimeter oder Poll Everywhere verwendet. Von Poll Everywhere gibt es ja auch ein sehr gutes Tutorial aus dem EBMOOC 2018. Und was ist jetzt, wenn ich eine Gruppe habe mit Teilnehmerinnen, die vielleicht nicht so digital affin sind oder die ihr Smartphone oder ihren Laptop vielleicht nicht benutzen möchten? Oder was ist, wenn im Seminarraum die Internetverbindung gar nicht funktioniert? Das ist ein guter Punkt. Da kenne ich ein Tool, das sich gut dafür eignet, eine Umfrage direkt im Kurs durchzuführen, ohne dass die Teilnehmerinnen digitale Geräte brauchen. Das heißt, Clickers ist in der Basisversion kostenlos. Und die Teilnehmerinnen verwenden dabei ausgedruckte QR-Codes, die dann von der Kursleitung gescannt werden. Und was brauche ich jetzt als Kursleiterin dafür? Du brauchst einerseits einen PC mit Beamer oder ein Whiteboard und andererseits ein Smartphone oder Tablet, auf dem die Plickers-App installiert ist. Die Vorbereitung kann man vom PC aus über die Webseite plickers.com machen. Dann schauen wir uns doch das jetzt mal gemeinsam an. Zuerst registriere ich mich auf get.plickers.com durch Klick auf den Button Sign up for free. Danach muss man die E-Mail-Adresse noch kurz bestätigen. Plickers spricht übrigens Englisch, aber man findet sich leicht zurecht. Nach dem Einloggen befinde ich mich in der Library. Ich kann hier eine neue Teilnehmerinnengruppe, also eine New Class, anlegen und einen Kursnamen eintragen. Jetzt kann ich noch meine Teilnehmerinnen hinzufügen. Ich kann hier entweder die Namen eingeben oder anonyme Kürzel vergeben. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer bekommt dann eine Nummer zugewiesen. Durch Klick auf New Set links oben kann man ein neues Set an Fragen erstellen. Ich kann oben einen Namen vergeben und kann zwischen zwei Typen von Fragen wählen. Graded ist eine Frage, bei der es eine eindeutig richtige Antwort gibt. Survey ist eine Umfrage, bei der es kein richtig oder falsch gibt. Zum Beispiel gebe ich jetzt eine Frage ein, auf die es eine eindeutig richtige Antwort gibt. Ich klicke auf die richtige Antwort. Diese wird dann grün markiert. Wenn ich möchte, kann ich hier noch ein Bild hinzufügen. Plickers speichert meine Eingaben immer automatisch. Rechts oben kann ich Fragen duplizieren oder löschen. Ich dupliziere mal diese Frage, denn ich möchte noch eine Umfrage hinzufügen. Jetzt ändere ich den Text der Frage und stelle auf eine Survey um. Die Antworten sind jetzt blau markiert. Links oben sehe ich in der Vorschau, dass ich jetzt zwei Fragen in meinem Set habe. In der Gratis-Version kann ich bis zu 5 Fragen im Set haben. Ich kann aber trotzdem neue Fragen erstellen, indem ich ein neues Set beginne. So, meine Umfrage ist fertig und wurde meiner Library hinzugefügt. Jetzt muss ich noch die Karten ausdrucken. Dazu klicke ich rechts oben auf Help und dann auf Get Plickers Cards.
Ich kann mir nun aussuchen, in welchem Format ich meine Karten ausdrucken möchte. Ich kann sie nun hier im PDF-Format öffnen und sehe hier jeweils eine Nummer, die dann die entsprechende Teilnehmerin bzw. den entsprechenden Teilnehmer bezeichnen. Nun möchte ich meine Umfrage aber live durchführen. Dazu drucke ich die Plickers-Cards und teile sie an meine Teilnehmerinnen aus. In diesem Video simuliere ich meine Teilnehmerinnen mit diesen farbigen Kärtchen. Teilnehmerin Alpha hat die Nummer 1, Beta die Nummer 2, Gamma die Nummer 3 und so weiter. Die Teilnehmerinnen sehen also jetzt die Frage und die vier Optionen am Beamer oder Whiteboard und müssen ihre Karte dann so halten, dass die gewählte Option nach oben zeigt. Hierzu noch ein Tipp. Die Buchstaben sind in der Standard-PDF-Version relativ klein. Wer Teilnehmerinnen hat, die sich mit der kleinen Schrift schwer tun, kann entweder gleich beim Download die Option Large Letters auswählen oder die Buchstaben nochmal extra auf die Ausdrucke schreiben. So, meine Teilnehmerinnen haben die Karten erhalten und ich habe mir die Plickers App installiert. Ich kann also meine Umfrage starten. Das geht zum Beispiel am PC in der Library mit Klick auf Play Now oder alternativ auch am Smartphone. Ich muss hier noch meine Class auswählen und schon geht's los. Jetzt kann ich durch den Raum gehen und die Karten mit der App scannen. Um die Kamera zu starten, drücke ich unten auf den Kreis. Wenn ich nun einen QR-Code scanne, erkennt die Kamera automatisch, zu welcher Teilnehmerin die Karte gehört. Ich kann dann auf das Viereck tippen und die Antwort wird erfasst. An der roten Farbe erkenne ich, dass die Antwort leider falsch ist. Um die nächste Antwort zu scannen, drücke ich nochmals auf das Kreissymbol und gehe zur nächsten Teilnehmerin weiter. Diesmal ist die Farbe grün. Die Teilnehmerin hat die richtige Antwort nach oben gehalten. Wieder klicke ich auf den Kreis und scanne noch die dritte Antwort. Leider falsch. In der Übersicht sehe ich jetzt, wie viele Antworten ich bereits gescannt habe, nämlich 3, und wie viele noch fehlen. In diesem Fall fehlt eine Antwort, da ich 4 Teilnehmerinnen in meiner Liste, also in meiner Class habe. Ein Drittel der Teilnehmerinnen, die ich gescannt habe, hat die richtige Antwort gegeben. Wenn ich jetzt im mittleren Bereich meines Smartphones auf den Bildschirm tippe, sehe ich auch, wer welche Antwort gegeben hat. Achtung, wenn die Auswertung anonymisiert sein soll, muss ich schon beim Anlegen der Teilnehmerinnenliste darauf achten, Synonyme, Ziffern oder Buchstaben anstelle von Namen zu verwenden. Am PC habe ich nun ebenfalls 2 Darstellungsoptionen. Show Graph zeigt an, welche Antwort wie oft gewählt wurde. Reveal Answer zeigt, welche Antwort korrekt ist. So kann ich zum Beispiel meinen Teilnehmerinnen die richtige Antwort zeigen. Nun möchte ich aber zur nächsten Frage weitergehen. Das mache ich durch Klick auf das Weiter-Symbol. Ich sehe die Frage angezeigt und scanne wieder die Antworten meiner Teilnehmerinnen. Da meine zweite Frage eine sogenannte Survey ist, bei der es kein richtig oder falsch gibt, werden die Antworten nun blau angezeigt. Das ist wirklich total einfach und intuitiv. Jetzt habe ich ein paar neue Ideen gewonnen, wie ich Feedback-Apps in meiner Lehre einsetzen kann. Ich bin schon gespannt, was meine Teilnehmerinnen dazu sagen. Viel Freude beim Ausprobieren!